Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit es besser verständlich ist, wir reden heute über den Zuschnitt der Wahlkreise bei der nächsten Bundestagswahl. Wie in jeder Legislaturperiode wird der Deutsche Bundestag über Änderungen der Bevölkerungszahlen im Wahlgebiet unterrichtet. Und in dem Bericht legt die Wahlkreiskommission dar, ob Änderungen im Zuschnitt und in der Einteilung der Bundeswahlkreise notwendig sind, damit die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises nicht zu stark von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl in den übrigen Wahlkreisen abweicht. Das Bundeswahlgesetz sieht vor, dass dort, wo die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises um mehr als 15% von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl abweicht, eine Neuabgrenzung vorgenommen werden soll. Beträgt der Abweichungsgrad sogar 25% und mehr, muss eine Neuabgrenzung vorgenommen werden. Damit soll gewährleistet werden, dass die Stimmen gleichwertig auch tatsächlich gewichtet werden. Um die Einschnitte in den betroffenen Wahlkreisen so gering wie möglich zu halten, haben wir uns mit unserem Koalitionspartner, letztlich aber auch mit den übrigen Fraktionen dahingehend verständigt, möglichst schonend und den bisherigen Bestand schützend vorzugehen. Kleinere Änderungen nehmen wir in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Brandenburg und Baden-Württemberg vor. Die gravierendsten Änderungen, die wir im Zuge der Wahlkreisneueinteilung vornehmen müssen, betreffen die Länder Thüringen und Bayern. Die Anzahl der Wahlkreise eines Bundeslandes muss nach dem Bundeswahlgesetz dem Anteil der Einwohnerzahl dieses Landes an der Gesamtbevölkerung Deutschlands entsprechen. Das ist in Thüringen nicht mehr der Fall. Nach den Bevölkerungszahlen, und zwar den gesicherten vom 31. Juli 2015, die uns erst seit 3 Wochen vorliegen, steht nun fest, dass das Bundesland Thüringen einen Wahlkreis abgeben muss. Im Gegenzug erhält Bayern aufgrund seines Bevölkerungszuwachses einen Wahlkreis zusätzlich. Dieser wird im Südwesten des Regierungsbezirkes Oberbayern angesiedelt, gehört im Wesentlichen zum sogenannten Speckgürtel von München. Richtig ist, dass die Wahlkreiskommission in ihrem ersten Bericht noch davon ausging, dass Hessen einen Wahlkreis abgeben muss. Dass es jetzt Thüringen trifft, hat nicht nur bei den betroffenen Abgeordneten zu Irritationen geführt. In der Presse war gar zu lesen, unser Bundesinnenminister de Maizière hätte die Wahlkreiskommission um einen ergänzenden Bericht auf Basis neuerer Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung gebeten, um so Hessen vor einem Verlust des Wahlkreises zu schützen. Ich will das hier klarstellen, das ist kompletter Unsinn. Wir, die Berichterstatter der Fraktionen, wurden im Oktober 2015 bereits vom Bundeswahlleiter informiert, dass sich die Bevölkerungszahlen im Laufe der nächsten Monate voraussichtlich zu Ungunsten Thüringens noch verschieben werden. Wenn auch die Zeit drängt, so haben wir uns dennoch gemeinsam entschlossen. Die Vorbereitungen für den Bundestagswahl 2017 beginnen ja in diesen Tagen bereits, so lange wie möglich zu warten, um einen Gesetzentwurf auf einer Grundlage gesicherter Zahlen einbringen zu können. Ein Verfahren, das üblich, aber auch notwendig ist. Denn die im Gesetzentwurf enthaltenen Veränderungen müssen nicht nur zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung, sondern, und das ist auch das Entscheidende, auch noch in einer Zukunftsperspektive zum Zeitpunkt der Bundestagswahlen den Vorgaben des Bundeswahlgesetzes entsprechen. Nur so, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, können wir gewährleisten, dass die Bundestagswahl 2017 auch eine verfassungsgemäße ist. Und daran müssen wir alle interessiert sein. Ich bedauere die Entwicklung für Thüringen. Weder Einwohner noch Bundestagsabgeordnete sind glücklich, wenn sich ihr Wahlkreis verkleinert oder gar ganz auflöst. Änderungen im Zuschnitt der Wahlkreise und der Verlust eines Wahlkreises bedeuten immer einen teils nicht unerheblichen Eingriff in bestehende Strukturen. Das haben wir besonders in den Gesprächen auch mit den bayerischen Kollegen erlebt. Gestern war noch eine Delegation aus Bayern da und hat dies noch mal plastisch deutlich gemacht. Deshalb haben wir, ich sagte es vorhin schon, uns entschlossen, die Eingriffe so minimal invasiv wie möglich zu halten. Nach dem Bundeswahlgesetz und den Zahlen, die uns vom Büro des Bundeswahlleiters übermittelt wurden, besteht jedoch Handlungsbedarf.
Lassen Sie mich an dieser Stelle eines ganz deutlich sagen. Ob und wenn ja, welches Bundesland einen Wahlkreis abgeben muss, ist keine Frage eines politischen Ermessensspielraums, sondern vielmehr das Ergebnis von Berechnungen, die die Wahlkreiskommission vorgenommen hat. Das haben wir, das Parlament, aber auch die Regierung natürlich zu beachten. Und da besteht auch keine Einwirkungsmöglichkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles in allem glaube ich, wir haben eine gute, tragfähige Lösung gefunden. Lassen Sie mich, Herr Präsident, zum Schluss noch ein Dankeschön sagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wahlkreiskommission, die uns während des gesamten Prozesses hervorragend begleitet haben, immer unsere Fragen beantworten konnten. Und an dieser Stelle, wie gesagt, diesen ein herzliches Dankeschön. Und Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank. Nächsten Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Frank Tempel, Fraktion Die Linke.